Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Heute sind wir mal wieder im Pfälzerwald unterwegs, zwar im nördlichen Pfälzerwald. Wir starten heute bei der Ruine Hardenburg und gehen dann zur Pfälzerwaldhütte Lambertskreuz und dann über einen anderen Weg wieder hierhin zurück. Und dazwischendurch kommen wir noch an zwei Jagdhausruinen vorbei. Zum einen der Mummi nicht viel und der Schau dich nicht um, in der allerdings nicht mehr viele Reste zu sehen sind. Aber wenn ihr Lust habt, kommt wieder ein Stück mit und habt viel Spaß dabei. Wir sind gerade am Petersbrunnen vorbei und sind jetzt auf dem richtigen Weg Richtung Lambertskreuzhütte. Wir sind jetzt am Forsthaus Murmel nicht viel angekommen. Ich jetzt mich einmal umdrehe, seht ihr die Reste davon, was früher ein Jagdhaus für die Adeligen war, die von hier aus von einem turmähnlichen Aufsatz mit umlaufender Galerie das Wild gejagt hat, ohne dass man sich groß anstrengen musste. Eine Zeit lang ohne Wanderzeichen durch den Wald geirrt sind, aber immerhin noch die richtige Richtung hatten, haben wir jetzt die Ruine Schau dich nicht umgefunden. Das ist ein ähnliches Jagdhaus war wie Murmel nicht viel, von dem aber noch weniger erhalten. Wir haben unseren Wanderweg wiedergefunden. An der Ruine waren wir eben und jetzt sind wir unterwegs weiter Richtung Pfälzerwaldhütte Lambertskreuz. Im Moment hat der Pfälzerwald unheimlich tolle Farben, aber leider fehlt ein bisschen die Sonne heute. Damit würde es noch mehr leuchten. So, wir nähern uns jetzt langsam der Lambertskreuzhütte. Frisch gestärkt mit Essen und Schorle geht es jetzt wieder weiter. Vor allem Schorle? Vor allem Rieslingsschorle. Geht es jetzt wieder weiter auf dem Weg zurück zur Hardenburg. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hammelbrunnen. Hier geht's über sehr schöne Single Trails. Ist absolute Ruhe hier, sind kaum Leute heute unterwegs. Sehen könnt, hat es jetzt angefangen zu regnen, aber es bleibt uns nichts anderes über, wir müssen weiter. Wir haben den Hammelbrunnen jetzt erreicht
der auch noch vor sich hin plätschert. Wir haben jetzt 4 Kilometer seit der Lambertskreuzhütte zurückgelegt. Wir sind jetzt ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde nur bergab gegangen. Und jetzt geht es wieder aufwärts. Vom Hammelbrunnen aus geht es jetzt wieder steil bergauf Richtung Dicke Eiche. Und insgesamt sind es jetzt noch 7 Kilometer bis zur Hardenburg, also ungefähr 1,5 Stunden. Wir sind jetzt an der gar nicht mal so dicken Eiche angekommen und müssen jetzt noch runter zur Hardenburg. Das sind noch ungefähr 3,5 bis 4 Kilometer. Der Regen hört nicht auf, aber wie so ist, man nimmt es so, wie es kommt. Ja, wie ihr seht, fängt es jetzt schon an zu dämmern. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Der Weg war in Zügen sehr schön, aber teilweise auch schlecht beschildert. Wanderautobahn. Die auch noch dabei, Wanderautobahn. Aber jetzt nähern wir uns langsam dem Ziel. Sonst war es sehr schön, das Wetter hätte etwas besser sein können. Aber kann man sich nicht aussuchen. Und wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Und wir sagen tschüss. Tschüss.